Oh Leute, ich bin richtig müde heute, aber ich mache das Video auf jeden Fall. Also, deswegen hat man ja auch das Mikrofon, da kann man schön reinsprechen, nicht so laut reden und man versteht mich trotzdem sehr, sehr gut. Und diesen Vorteil möchte ich nutzen, um euch das Gefühl zu geben, ich bin für euch da. Also, der Unterschied zwischen einem Michael Jackson-Imitator und einem Videoartisten. Ein Michael Jackson-Imitator, der ist halt kein Videoartist. Der macht das anders als ich. Der macht das so, dass er denkt, der ist halt Michael Jackson. Und ich denke halt nicht, ich bin Michael Jackson. Und der versucht, Michael Jackson in seiner vollen Person zu imitieren. Mit Singen, Tanzen, Aussehen. Den drei Punkten. Und das in Kombi hat ja Michael Jackson schon fast nicht geschafft. Aber wie soll denn das einer schaffen, der ihn nachmacht? Also schon mal gar nicht möglich. Da leidet einfach die Qualität runter. Und wenn du drei Hasen versuchst, gleichzeitig zu fangen, dann geht das natürlich nicht. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann ich es denn spannender machen? Wie kann ich es denn den Leuten irgendwie eindrucksvoller mit einem Live-Erlebnis auf den Punkt präsentieren? Und dann ist mir einfach durch Zufall mal durch den Orange Lounge Club Auftritt in Hannover nicht die Idee gekommen, aber dadurch, dass das so gut angenommen wurde, bin ich auf die Idee gekommen, das zu verfeinern. Und zwar Michael Jackson Video Artist heißt, ich tanze synchron zur Leinwand zu Michael Jackson zu Show-Effekten auf meinen eigenen geschnittenen Videos, die mir folgen. Das heißt, die Bewegungen auf den Videos folgen mir, nicht ich den Videos, weil ich das auf meine Bewegungen zuschneiden kann. Da bin ich ganz gut drin, im Videoschneiden zum Beispiel, und kann das dann ganz gut auf mich dann abstimmen. Und somit ist es wirklich dann für den Zuschauer ein Live-Erlebnis auf den Punkt, weil ich genau weiß, was ich mache, welche Bewegungen ich mache und wie ich die Synchron zu Michael Jackson einbauen kann. Und dazu tanze ich halt auch im Michael Jackson-Tanzstil zu moderneren Songs. Auch zu anderen Songs, sehr, sehr geil, finde ich, zu Bruno Mars ganz oft oder Lionel Richie, Bee Gees, auch so viel 80er. Und da passt einfach auch so Michael Jackson-Style, aber auch so neue Lieder wie Love Tonight oder Business, Ride It, finde ich alles sehr, sehr geil und kann man dazu sehr, sehr gut kombinieren. Ja, und das wurde bisher wirklich sehr, sehr gut angenommen und das würde ich im großen Stil auf große Bühnen bringen, weil die Menschen einfach wieder Qualität geboten werden sollen und nicht so ein Michael Jackson-Fuzzi, der da auf der Bühne steht und ihn versucht dann nachzumachen. Also ich bleibe ich, ich fokussiere mich da rein aufs Tanzen, auf Synchron-Dancing und damit habe ich schon genug zu tun und versuche lieber in einer Sache besser zu werden, anstatt in vielen Sachen. Das hat da wieder was mit Fokus zu tun, ne? Und habe ich auch die Möglichkeit, gute Sachen anzubieten. Das ist der Unterschied und ich hoffe, ihr kennt jetzt da die Differenz dazwischen.